Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Was heißt das? Das heißt, dass wir ein Thema haben. Unser Thema heißt, diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Ich möchte gerne mit euch über Gerüche sprechen. Über schlimme Gerüche, über schöne Gerüche, über erotische Gerüche. Welchen Geruch habt ihr so in eurer Erinnerung, den ihr nicht mehr loswerdet? Den ihr vielleicht verbindet auch mit einem bestimmten Erlebnis, einem bestimmten Ereignis. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über Gerüche, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und die erste Anruferin, das ist die Heike und Heike ist 42 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo Heike. Juhu, Heike. Heike ist am Telefon und glaubt wahrscheinlich gar nicht, dass sie dran ist. Hallo? Ich könnte schwören, dass sie den Hörer daneben gelegt hat, weil sie dachte, das dauert noch ewig, ehe ich dran komme. Heike? Ja? Ja! Ja. Wo warst du? Ja, ich war dran die ganze Zeit. Mann, ich hab geredet. Ich red mir hier den Wolf. Liebe Heike, schön, dass du da bist. Ja, jetzt spreche ich mit dir, ne? Ganz du, leibhaftig. Du sprichst leibhaftig mit mir, ja. Das ist der Wahnsinn. Du bist 42 Jahre alt. 42 Jahre alt, ja, genau. Ja, und unser Thema heißt, diesen Duft kann ich nicht vergessen. Ja, ich habe gestern dein Thema gehört und habe gedacht, ja, da ist mir sofort ein Duft eingefallen, den ich also wirklich nicht vergessen kann. Nämlich? Ich bin so 92 operiert worden, also eigentlich sollte es eine ganz leichte Sache sein. Ich wollte zum Frauenarzt, wollte mich sterilisieren lassen, brauchte eine Einweisung fürs Krankenhaus. Mhm. Der sagte dann von wegen, ja, letzte Krebsvorsorge, ja, habe ich gedacht, schon länger her, machen wir direkt mit. Mhm. Und dann so eigentlich so der übliche Spruch, oder man geht immer davon aus, dass es üblich ist. Ne? Also wenn sie nichts mehr von uns hören, ist alles okay. Mhm. Ich hatte eine Einweisung in der Hand, für mich war es okay. Mhm. Eine Woche später geht das Telefon und dann hat er dann angerufen und dann war der Abstrich eben nicht okay. Mhm. Dann sollte es ganz schnell ins Krankenhaus gehen, was ich dann auch gemacht habe, bin Mutter von zwei Kindern. Ja. War schon erstmal ordentlich geschockt. Ja, sicher. Wie alt waren die Kinder damals? Oh, meine Tochter war 11. Ja. Mein Sohn war 9. Mhm. So, dann bist du wieder. Achso, wie hast mehrere Kinder? Noch drei hast du? Zwei Kinder. Mhm. Dann bist du ins Krankenhaus gegangen. Dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und das war eigentlich eine Routineoperation, wurde mir gesagt. Also die Steri wurde gemacht, dann so ein Stück vom Muttermund entfernt und eigentlich so 99% aller Fälle ist dann alles in Ordnung. Wurde aber gleichzeitig auch noch eine Ausschabung gemacht. Dieser Befund wurde weggeschickt. Sollte ich eine Woche darauf warten, aber in 99% aller Fälle ist, wie gesagt, alles in Ordnung. Nee, das war mir dann eben nicht in Ordnung. Da wurden dann also auch noch Karzinome festgestellt. Das hieß eben am nächsten Tag wieder unter das Messer, ganz schnell. Dann wurde ich also total ausgeräumt. Das war auch noch alles irgendwo in Ordnung. Natürlich hatte ich Schmerzen, aber ich wusste ja auch nicht, was Schmerzen so normal ist. Ne? Und habe dann 2 Tage später tierisches Fieber gekriegt. Fieber ohne Ende und da habe ich gezittert. Mehr weiß ich da so in der ersten Phase nicht mehr von. Ich weiß nur, am nächsten Tag sollte ich zur Untersuchung und bin dann aufgestanden. Dann hat er nur irgendwas Platsch gemacht. Und dieses Platsch war dann so meine Operationsname, weil es eben eine Krebs-OP war, hatte ich einen großen Bauchschnitt. Ja. Der ist aufgegangen, der Schnitt? Der Schnitt ist, da ist ein Stück von aufgegangen und da lief mir der pure Eiter raus. Oh. Dann sollte ich aber noch zum Ultraschall. Haben nämlich dann auch noch hingehieft und sagten dann aber nur, ja, sehen wir schon, was es ist. Es ist ein Abszess. Jetzt verstehe ich, jetzt ahne ich, worauf du hinaus willst. Also Thema heißt ja, diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Ja. War es dieser Eitergeruch? Eitergeruch, und das war ja dann eben noch nicht alles. Ich wurde zurückgekarrt, ich wurde in mein Zimmer gekarrt und dann kam dann also eine Schar von Ärzten und Schwestern. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Skalpell. Und habe nur gedacht, Gott, was passiert jetzt? Ja. Was macht man da mit mir? Ja, auf dem Zimmer haben die das gemacht. Auf dem Zimmer? Mhm. Was haben sie gemacht? Die haben die ganze OP-Narbe wieder aufgemacht. Und da kam immer noch mehr Eiter raus? Ja, nachdem sie sich da mit den Fäusten drauf gedrückt haben, kamen da mindestens 3 bis 4 Brechschalen Eiter, schwarz, gelb, grün.
Drei bis was? Drei bis vier? So Brechschalen, so Nierenschalen. Ach so Brechschalen. Mhm. Ja. Mhm. Die wurden dann drunter gehalten. Mhm. Und das war ein Geruch, das ist, den werde ich niemals mehr vergessen. Das war. Das ist genau das, woran du gestern gedacht hattest, als ich sagte, diesen Geruch werde ich nie vergessen. Ja, mhm. Ja. Ja, ganz. Also drei bis vier von solchen Schalen, wir kennen ja all diese Brechschalen aus dem Krankenhaus, das ja. Ist ja schon eine ganze Menge. Wenn sich das innerhalb doch relativ kurzer Zeit im Bauchraum gesammelt hat, ist es ja sehr schlimm. Ist es denn damit dann gut gewesen, nachdem das Zeug raus war? Nein, dann wurde ich mit Häkelnadeln gespült. Ich sag immer, Häkelnadeln sahen aus wie Häkelnadeln, die wurden mir dann in wirklich in den Bauch und alles ohne Betäubung, ne? Hm. In den Bauch, in dieses Narben- und Wundgewebe reingespritzt, wurde dann gespült und dann wurde mir tröstens gesagt, das wird dann also am Tag dreimal gemacht, das ging über 8 Wochen. 8 Wochen hat es gedauert. Acht Wochen, bis du dann richtig in Ordnung warst. Dann war ich auch noch nicht in Ordnung, dann habe ich mich einfach entlassen lassen mit halboffener Narbe, ich war satt. Mann, das klingt aber nicht gut. Aber dann ist es irgendwann nach langer, langer Zeit dann doch endlich dann verheilt und alles ist in Ordnung. Ja, danach bin ich ja nochmals 2 Mal operiert worden, aber es war dann relativ harmlos. Ja. Also, dieser Eiter, das ist der Geruch, der dir so im Gedächtnis ist, dass du sagst, das vergesse ich nie mehr, niemals. Vergesse ich nie mehr. Nun bin ich auch gelernte Altenpflegerin, hatte natürlich dann auch noch damit Gerüchen zu tun und dann eben auch mit ganz vielen offenen Wunden. Das war also auch ein Grund, wo ich gesagt habe, so aus dieser Pflege muss ich raus, kann ich gar nicht mehr. Ja. Liebe Heike, gut, dass es gut gegangen ist, wenn es auch sehr kompliziert war und sehr lange gedauert hat. Ja. Es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute, alles Liebe. Ja, danke, auch so. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt, diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Ich möchte gerne mit euch über extreme Gerüche reden, die ihr schon habt ertragen oder genießen dürfen. Extrem schöne Gerüche oder extrem schlimme Gerüche. Und in welchen Situationen habt ihr diese Gerüche wahrgenommen? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Weiter geht's mit Kevin und Kevin ist 28 Jahre alt. Hallo Kevin. Ja, hallo Jürgen. Hallo Kevin. Da piepst was. Ja, es kann sein. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht weiter piepst. Also nee, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Ja, ich habe mich um das Thema gemeldet, genau. Welcher Duft oder Geruch ist es denn bei dir? Bei mir ist es so, ich wurde vor 10 Jahren operiert an der Nase. Nasenscheinbandoperation. Und da ist ein Fehler unterlaufen bei der Operation. Und nach der Operation, nach 3 Tagen später, wurden mir die Tamponaden aus der Nase genommen. Das ist unangenehm, ne? Ja, das ist sehr unangenehm gewesen. Sehr unangenehm. Und da habe ich nichts gerochen. Aber da hat der Arzt gesagt, ja, das ist normal. Es dauert 6 bis 7 Wochen, bis sie wieder was riechen können. Glaubt man ja auch im Moment dann. Ja, glaubt man. Ja. Das habe ich auch geglaubt. Ja. Und dann nach 7 Wochen, 8 Wochen, gar nichts. Gar nichts. Aber auch gar nichts. Gar nichts, nee, überhaupt nicht. Und dann bin ich wieder zum Arzt gegangen und bin mir Tests durchgemacht. Und ja, Geruchssinn ist gleich null. Ich konnte überhaupt nichts mehr hören. Und jetzt bin ich schon seit 10 Jahren ohne Geruch. Das hat sich denn nie wieder reguliert? Nie wieder, nein. Das heißt, aufgrund einer relativ unproblematischen Operation hast du deinen Geruchssinn verloren? Ja, habe ich. Und das finde ich nicht so toll und manchmal ist es auch nicht sehr schön beim Essen. Das wollte ich gerade fragen. Kann man überhaupt richtig normal schmecken? Eigentlich nicht. Ich erinnere mich, wenn ich sehr starke Schnupfen habe und nichts rieche, schmeckt das Essen auch nicht so, wie es schmecken sollte. Ja, mein Essen, das ist auch sehr problematisch, wenn man bei mir so Tzatziki essen möchte oder einen Joghurt essen will. Das ist nicht so gerade appetitlich, wenn man so sagen darf. Ein Joghurt? Warum gerade ein Joghurt? Ist nicht so. Oder das ist fast genau der gleiche Geschmack. Wie war's? Ich habe es akustisch jetzt nicht verstanden. Joghurt ist Geschmack wie? Ja, es ist schon fast genauso wie Tzatziki. Man merkt den Unterschied gar nicht mehr. Ach so, ja, genau. Man merkt den Unterschied überhaupt nicht. Ja. Jetzt bist du 10 Jahre ohne Geruchssinn. Ja. Wenn du dich jetzt erinnern solltest an Gerüche, welche Gerüche kommen dir in Sinn, die dir, sagen wir mal, besonders schön in Erinnerung sind? Films oder jetzt so erotische Düfte oder ja, am Strand. Ja, das ist schön. Wahrscheinlich, wenn man die salzige Luft riecht und am Meer entlang geht oder sowas. Ne? Würdest du sagen, dass das schon eine erhebliche Minderung deiner Lebensqualität ist, den Geruchssinn verloren zu haben?
Ja, es ist. Ist so. Ja, ist ja. So. Mhm. Hat man irgendwie hinterher rausbekommen, wie es dazu kommen konnte, dass das passiert ist? Ja, bei der Operation wurden die Geruchsnerven durchtrennt. Mhm. Mit. Ist das, ein ärztlicher Fehler gewesen? Ein ärztlicher Fehler, ja. Aha. Bei mir sollten ja normalerweise nur die Scheidenwand erweitert werden. Mhm. Mhm. Bist du gegen diesen ärztlichen Fehler vorgegangen? Hast du Schmerzensgeld irgendwie? Bin ich vorgegangen, aber nichts draus geworden. Gar kein Schadenersatz, nichts bekommen, gar nichts. Das ist mies. Das ist dann schlimm, ne? Wenn man dann da steht und man weiß, da ist ein Fehler gemacht worden von dem Arzt und der Arzt muss nicht mal dafür haften. Mhm. Und meine letzte Beziehung, die hat das auch nicht mehr. Ich war mit ihr 3,5 Jahre zusammen, ich habe ihr das nicht erzählt und die hat es auch nicht einmal gemerkt in der Beziehung. Warum hast du es nicht erzählt? Weil ich Angst habe, dass ich sie irgendwie dadurch verliere oder irgendwie so. Warum solltest du sie verlieren, weil du nicht riechen kannst? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht denkt sie ja, ich weiß es auch nicht, dass ich behindert wäre dadurch oder so. Hör mal. Also das musst du aber nur wirklich einer Partnerin zumuten können. Das ist für sie doch gar nicht von Nachteil. Ja gut, irgendwie, irgendwo auch ein bisschen, aber letztendlich. Und selbst wenn es für sie von Nachteil wäre, ist es nun mal so bei dir, da würde ich doch kein Geheimnis draus machen. Ja, ich habe es nicht erzählt und ich hätte es mal erzählen sollen. Mhm. Bist du denn im Moment in einer Beziehung? Im Moment bin ich in keiner Beziehung. Keine Beziehung. Mhm. Und es gibt definitiv keine Möglichkeit, das irgendwie nochmal operieren zu lassen? Nee, es geht nicht mehr zu machen. Das ist durchtrennt und wenn es einmal durchtrennt ist, ist da nichts zu machen. Mhm. Das geht nicht, das ist unheilbar. Das geht nicht zu machen. Das heißt auch, wenn du ganz extrem Gerüchen ausgesetzt bist, riechst du gar nichts? Überhaupt nichts. Das heißt, die Nase ist ja auch so ein, von Natur aus, auch so ein Warninstrument für uns Menschen. Das heißt, wenn es irgendwo brennen würde, so ein bisschen, nur so ein Feuergeruch wäre, würdest du gar nicht wahrnehmen können? Nee, überhaupt nicht. Ich möchte am liebsten ja, dass ich ein bisschen riechen kann, dass ich überhaupt schmecken kann, aber das ist es ja auch noch nicht mal. Man kann ja noch nicht mal richtig schmecken, das ist es ja. Ja, hast du ja gerade gesagt. Hast du manchmal ein bisschen Angst, auch so was deine eigene Körperhygiene anbelangt, dass du denkst, Mensch, ich könnte ja vielleicht stinken, vielleicht bin ich nicht genug sauber? Ja, kann ja sein, wenn man sich selbst nicht riechen kann, dass man dann unsicher ist und irgendwie 10-mal duscht am Tag. Na, ich tue schon 2-mal am Tag, morgens und abends. Ja, das langt dann. Das glaube ich nicht, dass ich stinke oder so. Ich nehme ja selbst Parfüm für mich jetzt nicht, aber für andere Leute nehme ich ja selbst Parfüm. Aber ich tue schon morgens und abends. Du nimmst für dich, also du besprühst dich mit Parfüm? Ja, für andere Leute jetzt. Ohne zu wissen, ist mir schon klar, ohne zu wissen, wie das Parfüm riecht. Ja. Wer hat dich denn bei der Wahl beraten, was für ein Parfüm du nehmen sollst? Ja, von Freunden habe ich das gehört, das riecht gut, das soll gut riechen. Bist du bei deinen Freunden auch zurückhaltend und erzählst das niemandem, dass du nicht riechen kannst? Noch, die wissen es schon. Ja. Dann haben die gesagt, pass mal auf, das hier ist ein cooles Parfum, das riecht gut, kannst du ohne weiteres nehmen. Ja, genau. Ja. Und das habe ich dann auch genommen und okay und ja. Also Kevin, der nächsten Freundin sagst es bitte. Das ist keine Schande und wenn dich deshalb eine Frau nicht mag, dann schieße in den Wind. Also, in den Wind, genau. Alles Gute. Okay. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, aber nur ganz kurz. Ja, ich grüße Hans Baxter. Aha, Hans Baxter. Ja, das ist hier Scooter. Alles klar, okay. Tschüss, Kevin. Tschüss. Unser Thema heißt, diesen Duft kann ich nicht vergessen. Wenn ihr einen Duft in Erinnerung habt, einen Geruch in Erinnerung habt, der sich so eingeprägt hat, warum auch immer, und mir davon erzählen wollt, dann macht das unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Juliane ist hier und Juliane ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo. Mal eine sehr gute Leitung. Ich höre dich sehr gut. Ja? Ja, sehr gut, ja. Ja, prima. Juliane. Ja, ich habe also beruflich viel mit Gerüchen zu tun. Was machst du denn? Ich bin Krankenschwester. Oh ja, da ist man konfrontiert. Genau, das hat ja auch hier eben schon gut angefangen. Hauptsächlich kommen da Sachen aus dem Krankenhaus. Mhm. Also ich bin im Außendienst, das heißt, ich betreue Pflegeeinrichtungen, also hauptsächlich in Sachen Wundversorgung. Wundversorgung. Genau, das heißt, ich fahre also hin und berate das Pflegepersonal, wie sie welche Wunden am besten versorgen können. Ach so, du fährst in Pflegeheime?
genau. Und hilfst all den Kräften quasi, die Menschen zu versorgen. Genau, weil das Problem ist ja oft, dass die im Pflegeheim gar nicht die Möglichkeit haben, sich so vorzubilden. Und da sind die dann eigentlich schon recht dankbar, wenn ich da mal vorbeischaue und denen... Machst du auch Hausbesuche bei Menschen, die zu Hause liegen und schwer krank sind? Ja, also eigentlich alles. Also hauptsächlich sind es Pflegeheime, sind es aber auch Privathaushalte. Was ist für dich, wie lange machst du das schon jetzt? Also das so im Außendienst, das mache ich jetzt seit 3 Jahren, ausgelernt habe ich seit 97. Also ja, dann bist du ja schon eine ganze Weile dabei. Ja, genau. Was, wenn du jetzt so ganz spontan sagen sollst, was war der schlimmste Geruch, den du bisher hast ertragen müssen? Also das Schlimmste, was auch mit einer nicht so schönen Optik, sage ich mal, verbunden war, da hatten wir eine ältere Dame, die lag bei uns auf Station. Der sollte das Bein amputiert werden. Und da hat sie dann aber gesagt, nee, also möchte sie nicht. Und dann haben die im Krankenhaus die Ärzte gesagt, ja gut, dann können wir für sie nichts mehr tun. Dann ist sie nach Hause, kam 3 Tage später wieder und hatte die ganze Wade voller Maden. Oh, wie ist das denn möglich? Ja, das ist, da war dann, denke ich mal, jemand von der häuslichen Pflege. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wer das versorgt hat. Das ist dann aber halt so, dass zu Hause setzt sich mal schnell so eine Fliege auf so eine Wunde. Ach so, das ist dann infiziert worden quasi von einer Fliege. Da hat ein Fliege Eier reingelegt in die Wunde. Und da war das Bein voller Maden. Ja. Das ganze Bein? Also das war, also die ganze Wade. Man konnte richtig reingucken, man hat richtig, also man hat eigentlich durchs Bein durchgucken können und hat die andere Hautschicht auf der anderen Seite sehen können. Wie groß waren die Maden? Also die waren eigentlich recht klein. Also dieser Prozess, dass die Maden das Fleisch aufgefressen haben, das hat den Geruch ausgemacht, den schönen Geruch? Ja, also erstmal muss es ja sowieso einen Geruch haben, damit sich so eine Fliege da überhaupt draufsetzt. Also das war schon so richtig süß und es hat wirklich schon richtig faulig auch gerochen. Und also da muss man ja wirklich als Arzt oder als Krankenschwester, muss man da wirklich sehr, sehr straight sein, Kraft auch haben. Ne? Und also ich muss sagen, ich bin die Einzige gewesen, die da reingegangen ist ins Zimmer. Aber ich fand das eigentlich... Also auch wenn mir dieser Geruch eigentlich immer noch so hinterherhängt, obwohl das jetzt schon wirklich Jahre her ist, fand ich das eigentlich sehr interessant. Also kann ich nicht anders sagen. Also auch die so überhaupt so Wundversorgung, das ist eigentlich das Beste eigentlich, sage ich mal, was man so in der Richtung erwischen kann in dem Job. Wie atmest du, wenn du einem ganz schlimmen Geruch ausgesetzt bist? Durch den Mund oder durch die Nase? Ja, also erstmal, für mich ist es sowieso schon mal wichtig, überhaupt zu riechen, weil das gehört ja eigentlich schon zu der Versorgung dazu. Du diagnostizierst quasi ein bisschen schon durch die Nase. Natürlich. Es zeigt mir ja auch immer, ist da eine Infektion oder ist jetzt, auch wenn Belege drauf sind und es ist kein Geruch, dann ist es okay, dann ist es nur ein Belag, aber ich weiß halt, es ist auch nicht infiziert. Verstehe, aber wenn es jetzt ganz schlimm ist, wie in diesem Fall, den du gerade geschildert hast, atmet man da nicht automatisch durch den Mund, um das nicht so ertragen zu müssen? Also bei dem Fall war es jetzt so, dass wir eigentlich sowieso Mundschutz auf hatten, weil ich, also es war ja auch immer so, wenn wir aus diesen Zimmern rauskamen, wir haben ja schon gedacht, diese Viecher krabbeln schon an uns rum. Es hat überall gekribbelt und das war auch so, wir hatten da so, wir haben 2-3 Mal am Tag mussten wir da rein und diese ganzen Maden da rauspulen. Hat die Frau nicht irre Schmerzen gehabt? Ja, die haben sie, also als sie eingeliefert wurde, war sie noch so ganz beisammen, aber also die ist dann auch nach 3 Tagen ist sie dann auch verstorben. Hat man ihr das Bein noch amputiert? Nee, die haben die mit Morphin richtig abgeschossen, kann man eigentlich so sagen, und damit die davon auch nichts mehr mitkriegt, weil das ist ja dann schon sehr heftig, wenn man... Also, Morphin abgeschossen, meinst du, dass man der Frau sehr starke Schmerzmittel gegeben hat, dass sie das nicht mehr... Genau. Hat sie das denn noch... Also als sie eingeliefert wurde, war sie noch bei vollem Bewusstsein und hat das auch gesehen, was in ihren Beinen... Wie hat die Frau das denn verkraftet? Wie hat die denn darauf reagiert? Ja, das war natürlich total furchtbar, da zu sehen, dass da in seinem eigenen Körper... Furchtbar. Ja. Das ist die Horrorvorstellung ja schlechthin, dass man dass aus dem eigenen Körper irgendwie Gewürme rauskommen, wo man das sehen kann. Also ihr habt dann diese Tiere rausgespült, solange die Dame noch gelebt hat? Nee, wir haben sie richtig rausgesammelt. Mit Spülen war da nicht viel. Also wir haben wirklich, und dann krabbelten die Tierchen dann natürlich dann auch locker durchs Bett. Mussten wir immer ordentlich alles einsammeln, aber also ich finde das also von der ganzen Situation her, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also der Geruch, okay, das ist natürlich was einen jetzt so immer noch so begleitet. Gab es denn da Kollegen oder Kolleginnen, die gesagt haben, ich kann das nicht, ich gehe da nicht rein? Ja, ich war die Einzige, die da rein. Du warst die Einzige? Es war auch nur ein Arzt bereit, da mit reinzugehen. Weil das ist halt... Also das ist, auch,
Das ist auch schon ein besonderer Fall, ne? Ja, es ist eine Ausnahmesituation. Also ich finde, ich bin also immer schon wild drauf, sage ich mal, so exotische Sachen mir dann auch anzugucken, wenn ich sie dann auch schon habe. Also aus medizinischer Neugier, quasi, aus beruflicher Neugier. Nee, aber also das Schlimmste so, was ich so jetzt an Gerüchen hatte, jetzt so, was noch nicht so lange her ist, dass ich viele Gerüche habe, die ich mit Essen verbinde. In meiner Wohnzimmer. Ich habe jetzt schon eine Wunde gehabt, die roch total extrem nach Pizza Margherita. Das war also diese Mischung möglich? Aus Tomatensauce, so mit diesen Kräutern. Das ist, ich habe diese Wunde aufgemacht, ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, das riecht ja hier voll nach Pizza. Ja, aber das ist ja, ist es äußerst merkwürdig. Klingt für mich als Laien überhaupt nicht nachvollziehbar. ist das normal oder ist das nur... Also normal riecht eine Wunde halt, wie eine Wunde halt riecht, ein bisschen, naja, infiziert halt. Aber das war echt der Hammer. Und ich kann seitdem keine Pizza mehr essen mit diesem Tomatenmischkram da drauf. Also ich esse immer ordentlich belegt, aber Hauptsache dieses Tomatenkram ist mir drauf. Wahnsinn. Welche Auswirkungen das dann auf das normale Privatleben dann auch hat. Ne? Gab es denn, wenn du so interessiert bist, so medizinisch interessiert bist und auch an solchen Phänomenen interessiert bist, gab es denn dennoch mal einen Geruch, wo es dich so richtig geekelt hat? So richtig geekelt hat, wo du davor standst und dachtest, mir wird schlecht? Also die meisten, wenn es riecht, dann riecht und dann ist es auch sehr extrem. Also ich habe dann oft schon welche, die, ich mache das ja nie alleine, ich muss ja die Schwestern dann auch immer anleiten. Ich habe schon oft gehabt, dass die rausgegangen sind. Ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, dann mit einem Patienten adäquat umzugehen, weil dem Patienten, sofern er bei vollem Bewusstsein ist, den Patienten ist das ja sicher auch peinlich, ne? Also man muss es eigentlich so sagen, die meisten, die sind bei vollem Bewusstsein. Mhm. Also wenn ich da jemanden habe, der bettlägerig ist und sich dann, sag ich mal, den Po aufliegt, dann ist der immer, also die meisten, die sind eigentlich auch voll da, die kriegen das dann auch mit. Die fragen aber eigentlich auch immer, die wollen eigentlich meistens auch mal alles genau wissen. Mhm. Und also ich tue da jetzt irgendwie nicht die Hand vor und sage, oder überspiele das. Ja. Also ich mache das eigentlich schon so, dass du sagst es ganz klar, wie es ist und vermittelst wahrscheinlich auch den Leuten, so wie du es mir jetzt auch vermittelt hast, dass du damit gut umgehen kannst und dass man sich da auch nicht schämen braucht, weil man halt schwer krank ist. Und genau, ich erzähle denen auch, wie es aussieht, dass das jetzt nicht so toll aussieht und dass wir das aber in den Griff kriegen und alles und riechen. Also das riechen die selber. Mhm. Die riechen ja selber, oh, boah, was ist das? Ist das von mir? So geht das dann. Also Respekt, 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 sage ich immer wieder vor Leuten wie dir, die solche Arbeit leisten. Das kriegen wir in unserer hochpolierten Welt ja gar nicht so mit. Da sind die Kranken in den Pflegeheimen, in den Hospizen, in Krankenhäusern und man will es bloß nicht sehen. Aber es sind eben sehr viele Menschen, die dort arbeiten und sehr wichtige Arbeit eben leisten, auch für unsere Gesellschaft. Ja, mir macht es aber auch Spaß. Ja, umso besser, umso besser. Hast du, wenn du mit solchen schlimmen Dingen täglich konfrontiert bist, Angst, dass du selbst irgendwann auch mal Pflegefall sein könntest? Also eigentlich habe ich, wovor ich Angst habe, ist, dass ich sehe ja, wie eigentlich unser Gesundheitssystem, wie ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt den Berg runtergeht, aber es muss ja um jedes wirklich gekämpft werden. Also ich mache ja nicht nur Wohnversorgung, ich mache eigentlich alles von künstlicher Beatmung über Ernährung. Mhm. Ich bin eigentlich die ganze Bandbreite, bin ich halt beratend tätig und ich sehe, wir müssen, also jetzt zum Beispiel ist es wieder so, dass Ernährung fast alles gestrichen wird, es nur noch Standardnahrung gibt und für Diabetiker und wird alles gestrichen. Und also ich höre aus, dass dir Angst und Bange wird vor den nächsten Generationen oder für die nächsten Generationen, die schwer krank sind. Ist es auch, weil die nur noch notversorgt werden wahrscheinlich. Es ist auch so, wenn und nur die Reichen, die richtig Kohle haben, können sich das dann erlauben. Genau, ich habe ganz viele, die zum Beispiel so alte Omis, die dringend eine spezielle Matratze brauchen, da müssen die kämpfen, dass sie das kriegt. Die hat ihr Leben lang gearbeitet und dann gibt man ihr noch nicht mal für die letzten Monate noch eine anständige Matratze. Das sind schlimme Zustände. Ja, das sind Sachen, die, also da habe ich Angst vor, dass, Die Sorge habe ich auch, dass das immer schlimmer wird. Ja. Also, sag ich mal, an sich vom Älterwerden und so habe ich jetzt keine Angst, aber wirklich auch so dann in ein Pflegeheim zu kommen, das hat ja nichts damit zu tun, dass unsere Pflegeheime schlecht sind, sondern die Möglichkeiten, die haben, sie werden immer schlechter. Du wirst den ganzen Tag, bist du mit Leid konfrontiert in deiner Arbeit. Kannst du so abends dann nach Feierabend abschalten und mit deinem Freund oder deiner Freundin essen gehen, Kino gehen, tanzen? Geht das so ganz einfach oder gehen da dir viele Schicksale doch nach?
Ja, also ich habe eigentlich, manchmal habe ich so extreme Sachen, auch wenn ich jetzt so Privathaushalte besuche und die sind dann auch in meinem Alter, habe ich auch einige. Ach so, die auch so jung dann sind. Ja, das finde ich dann schon ein bisschen, also ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt den ganzen Tag verfolgt, aber da denke ich dann schon ein bisschen drüber nach. Mein Mann, der hört sich das auch dann manchmal so an und sagt, und er erzählt eigentlich nie was von der Arbeit und dann, oh, hast du mal so erzählt. aber eigentlich, meistens ist es auch so, meine Freundinnen sind eigentlich auch alle so Krankenschwestern. Ach so, das sind alle Leute vom Fach. Dann so ungefähr. Man das, ja. Aber man sitzt dann zusammen und eigentlich redet man leider dann auch immer noch so manchmal über die Arbeit. Aber das ist ja einerseits dann auch Verarbeiten. Das ist auch eine Form von Verarbeitung, da hast du wirklich recht. Juliane, ich wünsche dir alles Gute weiter für den Beruf. Und nochmal Hut ab und Respekt vor all den Leuten, die sowas machen, was du tust. Ja, dein Job finde ich aber auch gut. Dankeschön. Mach auch weiter so, bitte. Dankeschön. Tschüss, Juliane. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema. Diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Und an dieser Stelle schon mal Hinweis auf unseren Promi-Tag am Samstag. Großer Besuch, große Ehre für mich. Es kommen Leute, die zu den ganz großen Stars der Musikszene derzeit gehören, nämlich Wir sind Helden, sind meine Gäste am Samstag um 23.45 Uhr live hier im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne mit den Helden auch sprechen wollt, dann meldet euch am besten unter domian@wdr.de schon mal an mit Telefonnummer und eurer Frage. Oder ihr könnt eine Stunde vor der Sendung anrufen und natürlich während der Sendung auch. Wir sind Helden, zu Gast bei mir am Samstag um 23.45 Uhr live im WDR Fernsehen. Tobias ist hier, Tobias, 37, hallo. Hallo, grüß dich. Hallo Tobias. Welcher Geruch ist es, der dir so in Erinnerung ist? Bei mir ist ein Geruch von Blut oder der Geruch von Blut. Ja. Und zwar folgendes, ich bin vor einigen Jahren nach Hause gekommen und meine Frau hatte sich beim Abtrocknen ein schönes großes Fleischermesser an der Hand langgezogen und eine Vene durchgeschnitten. Und da hat sie geblutet wie verrückt und hat es aber nicht irgendwie so richtig abgedrückt, also richtig zugemacht, die Wunde. Und es hat halt geblutet und sie hat das ganze Bad verblutet, die Badewanne, Waschbecken, Toilette. Und hat irgendwie so einen kleinen Schock gehabt, war schon da gesessen und hat halt nur zugeschaut, wie es läuft. Und als ich dann heimgekommen bin, sind wir eben ins Krankenhaus, so schnell wie möglich. Ja. Und dann ist es versorgt worden, genäht worden und so weiter. Ja. Und wir sind nach Hause zurückgekommen. Ja. Sie hat sich hingelegt natürlich. Und ich habe dann die Tatortreinigung übernehmen, sozusagen. Da war das Badezimmer, die Küche war voller Blut. Also in der Küche nur wenig, aber das meiste im Badezimmer. Die Badewanne richtig schön dick und das Ganze dann halt schon ein paar Stunden alt, weißt du? So. Ja. Der Geruch hat sich gut verteilt und die Konsistenz war entsprechend von dem Blut. Also nicht mehr so dünnflüssig wie Wasser oder so ähnlich, sondern schon so wie Kerzenwachs oder noch dicker. Bist du denn ein Typ, der generell schlecht so mit Blut umgehen kann? Es gibt ja Menschen, die können gar kein Blut sehen. Früher nicht, ne. Also ich war auch beim Technischen Hilfswerk, bei der Feuerwehr und so, habe auch schon einige Sachen damit zu tun gehabt, aber so extrem noch nicht. Das war also wirklich ganz extrem. Aber wie du es gerade geschildert hast, muss deine Frau da ja also eine richtig große Menge Blut verloren haben. Schon, ja. Also sie. Aber es ist dann alles gut gegangen, sie war ein bisschen geschwächt, aber es hat dann alles gut gegangen. Richtig, genau, ja. Also das ist dann im Krankenhaus genäht worden, der Arzt hat dann auch noch ein bisschen, war halt kein so ein Profi. Auf jeden Fall ist es dann versorgt worden, genäht worden und wir sind dann halt nach Hause gekommen nach Hause gehen können wieder. Dann hast du lange gebraucht, um das Badezimmer sauber zu kriegen, sicherlich? Ja. Und der Geruch ist heute noch irgendwie so in Erinnerung, wenn du an schlimme Gerüche denkst. Aber wenn du beim Technischen Hilfswerk sagst, du hast du gearbeitet? Ja. Dann warst du doch bestimmt auch öfters schon mal mit so Situationen konfrontiert, die wiederum verbunden waren mit schlechten oder üblen Gerüchen. Ja, man hat halt so, was weiß ich, Überschwemmungen gehabt oder mal Autounfälle, Verkehrsunfälle und sowas, aber das war nicht so extrem, weißt du, also da ist dann meistens der Benzingeruch oder so stärker als der andere Geruch. Ja. Also geronnenes Blut und altes geronnenes Blut, das ist deine schlimme Erinnerung. Früher konnte ich auch ziemlich gut damit umgehen, wenn meine Frau ihre Regelblutung gehabt hat und sowas, aber das ist auch vorbei. Also da. Ach, seitdem? Ja. Also hat es ja wirklich einen heftigen Eindruck hinterlassen. Das hat es, ja. Also was bedeutet das? Du kannst nicht damit umgehen, wenn deine Frau die Regelblutung hat. Ich
meine, wenn man den Geruch kennt, dann, ja, es ist halt der gleiche Geruch. Mhm. Es ist ja schließlich auch Blut. Mhm. Und ich darf da nicht zu nahe kommen, sage ich mal. Mhm. Denn wenn du zu nahe kämst, dann würdest du dich vor deiner Frau ekeln? Richtig. Mhm. Weiß sie das, dass es so extrem ist? Ja, ja, klar. Mhm. Und seitdem bin ich da auch ein bisschen, nehme ich ein bisschen mehr Abstand, sage ich mal. Mhm. Aber nur, was diese Zeit anbelangt? Von ja, ja, klar. Mhm. Also nicht, was diese Zeit anbelangt, sondern was den direkten Kontakt anbelangt. Ja, verstehe. Mhm. Diese Zeit mit der Materie. Ja. Aber wenn die Regelblutung dann vorbei ist, dann ist es auch wieder gut. Dann kannst du auch wieder nah an deine Frau rangehen. Ja, ja, klar, das kann schon. Ich so auch nah an sie rangehen. Mhm. Ich darf nur nicht irgendwie jetzt diese Stellen direkt angehen, sozusagen. Mhm. Ah, ja, natürlich. Okay, wir wollen nicht weiter in die Tiefe gehen. Aber kann ich schon verstehen, dass man natürlich, wenn man einmal sowas Übles erlebt hat, dass das vielleicht auch dann so eine Folgewirkung hat. Und, ja, ja. Grüß mal deine Frau sehr herzlich von mir. Okay, alles klar. Tobias, alles Gute. Danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. Christiane, 37 Jahre alt, begrüße ich herzlich. Ja, hallo Domian. Hallo Christiane. Folgendes, ich habe damals vor ein paar Jahren noch in einem Hochhaus gewohnt. Mhm. Und ich hatte eine Nachbarin, das war eine Jugoslawin, und die ist halt einmal im Jahr immer zu ihrer Familie ins Ausland gefahren. Mhm. Und jedenfalls haben wir gedacht, sie wäre auch dieses Mal gefahren. Und dann kam halt nach einer gewissen Zeit so ein ziemlich fieser Geruch, sag ich jetzt mal. Und keiner konnte sich erklären, woher. Mhm. Und also im Treppenhaus irgendwie, oder? Ja, im Treppenhaus. Mhm. Und man hatte ja solche Schlitze. Und es roch halt wie nach einem toten Tier, muss ich jetzt ehrlich sagen. Mhm. Also wirklich unangenehm. Mhm. Und keiner konnte sich das erklären. Und sie kam dann halt nicht wieder nach 6 Wochen. Und ihr Arbeitgeber hat sie dann vermisst, da sie halt sehr zuverlässig war, mhm, und hat dann wirklich nach ihr suchen lassen. Und dann ist eben die Polizei gekommen und hat die Tür geöffnet. Ja. Also ihre Wohnungstür, ja, hat sie dort gefunden. Und sie war verstorben? Die war verstorben, und zwar lag sie wohl neben ihren Koffern. Das, mhm, heißt, man hat herausgefunden, dass ihr damaliger Freund sie erschossen hat. Ach du lieber Gott. Und keiner hat was gehört. Ne? Ach du lieber also Gott. Das ist komisch. Das heißt, ne? sie lag bei den gepackten Koffern. Das, mhm, bedeutet, dass kurz vor der Abreise passiert ist. Ja, genau. Mhm. Und sie die ganzen Wochen dann dort schon Gelegen hat. Ja. Im Sommer war das, hast du. Bitte? War das im Sommer? Ja, also das war so Frühjahr, Sommer. Mhm. Und sie hat also wirklich 6 Wochen da gelegen. Ne? Und ich meine, wenn man dann hinterher das erfährt, was da, ja, los ist, dann, ja, bekommt ja so ein Geruch, den man wahrgenommen hat, noch eine ganz andere Wichtigkeit. Wenn man vorher, ja, gedacht hat, na, es riecht irgendwie unangenehm, vielleicht ein Tier ist auch schon schlimm, aber, ja, wenn man dann erfährt, das ist ein Mensch gewesen, ja, was ist denn da in dir vorgegangen, als du das... Ich hatte total Angst, und ich habe irgendwie Vorwürfe gemacht, weil ich da nicht dran gedacht habe, dass da vielleicht jemand liegen könnte. Aber, mhm, wir haben ja alle gedacht, sie wäre nicht da. Und ja, klar, denkt klar man nicht daran, dass nebenan, mhm, wirklich jemand erschossen wird. War das oft auf der gleichen Wohnetage von dir, nebenan? Ja, das war meine Nachbarwohnung. Mhm, mhm. Und wie lange hat es denn gedauert, bis dann dieser Geruch, Gerüche setzen sich ja fest irgendwie in ja, Wänden oder in Stoffen oder auch, ich weiß nicht, im Stein wahrscheinlich vielleicht auch oder in Farben. Wie lange hat es gedauert, bis der Geruch raus war? Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht nebenan in der Wohnung, aber also ich war nicht in ihrer Wohnung, sondern nebenan und hatte halt öfter mal Balkontür auf. Mhm. Und man sagte mir, die hätten drüben auch das Fenster auf Kippe gemacht, um eben diesen Geruch rauszukriegen. Und manchmal zog halt dann doch immer noch so ein bisschen, mhm, sowas davon rüber. Und das hat also wirklich noch, ich weiß gar nicht mehr wie viel, also es hat noch 1-2-3 Wochen gedauert, glaube ich, bis die dann halt wirklich die Tapeten, mhm, da abgerissen haben, weil die haben die ganze Wohnung dann saniert. Und wusste der Mensch, der Nachmieter, der dann irgendwann da eingezogen ist, wusste der, was da passiert ist in der Wohnung? Das weiß ich nicht, aber das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Weil ich dachte immer so, wenn ich das wüsste, also ich glaube, ich würde da gar nicht einziehen. Mhm. Ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ja. Also du hast mit diesem Menschen oder gar keinen Kontakt gehabt, der dann, nein, da eingezogen ist? Ich bin da relativ schnell ausgezogen, weil ich, ach, wollte eh aus dem Hochhaus weg, so, und das, mhm, war für mich dann wirklich der Ausschlaggebende, mhm, runter auszuziehen. Ne? Das glaube ich. Das ist wirklich ein extremes Erlebnis, auch und wirklich ein extremer Geruch, den man nie vergisst wahrscheinlich. Ja, das niemals. Mhm. Denn ja, du wusstest vorher wahrscheinlich auch nicht, wie ein verwesender Mensch riecht. Mhm. Das wissen die meisten ja nicht von uns. Und wenn man das dann so wahrnimmt und zugeordnet bekommt, ja, ist schon heftig. Ja, das ist
das vergisst man halt auch nicht. Und ich bin halt auch ein Mensch, der sehr auf Gerüche reagiert, aber ich mehr auf positive Gerüche, die ich dann halt auch nicht vergessen kann. Aber das war so ein Erlebnis und da muss ich immer wieder dran denken. Glaube ich. So, ne? Gibt es einen positiven Geruch, wo du es gerade ansprichst? Einen extrem positiven, der dir auch immer in Erinnerung ist? Ja, also es gibt so, ich habe das halt, wenn ich in den Süden fahre, nach Italien oder so, da gibt es so bestimmte Gerüche in der Nähe vom Strand oder abends. Stimmt, so, ja, ne? Ja, das stimmt wirklich. Immer, das genieße ich, das ziehe ich immer so rein und denke so, boah, das kann ich dann auch hinterher so nach Wochen, wenn ich schon zu Hause bin, kann ich das immer noch so ein bisschen vorstellen. Mhm. Das ist wunderbar schön, ne? Das ist wirklich wahr, das ist so schön, auch wenn man, im Süden am Abend so irgendwie durch so, vielleicht durch so Haine geht, ne? Oder das ist ein Traum, wie das dann riecht und. Mhm. Kann man gar nicht beschreiben, ne? Wie der Geruch ist, ja. Also das ist schon dann was Positives. Ja, ja. Das sollte man sich dann wahrscheinlich so ein bisschen in Erinnerung holen. Christiane, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Dieser Geruch, dieser Duft, diesen Duft kann ich nicht vergessen oder diesen Geruch kann ich nicht vergessen. Das ist unser Thema heute. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, mir von extremen Gerüchen, die ihr habt schon wahrnehmen müssen oder dürfen, erzählen wollt, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Karl Heinz ist hier und Karl Heinz ist 66 Jahre alt. Hallo Karl Heinz. Ja, guten Morgen, lieber Jürgen. Ja, guten Morgen. Ich habe deine Sendung schon sehr oft gesehen und heute bin ich auch sehr schnell durchgekommen. Ja. Und ich habe, glaube ich, auch einen recht positiven Eindruck von Gerüchen. Bin ich gespannt, erzähl. Über 40 Jahren wahrnehmen können, als ich noch in Hannover wohnte. Da ist ja viel Industrie und Fabriken sind da angesiedelt. Da gab es unter anderem ja die Balsens Keksfabrik, die in der Liststadt war. Und das war immer auf meinem Wege zur Schule, wo ich mit dem Fahrrad durchfuhr. Und da war die ganze Luft, also in der Straße, von diesen Keksgerüchen erfüllt. Ist ja ein Traum. Und ich habe immer mir gesagt, wie ist es möglich, dass diese Art Luft nicht verflüchtigt, sich verflüchtigt. Und dann habe ich noch ein zweites Beispiel, da gab es ja auch die Sprengel Schokoladenfabrik in der Nähe von der Technischen Universität. Und da bin ich immer, als ich so vom Bertelsmann Lesering Zeitung und Bücher austrug, durch die Glünderstraße gekommen. Und da war das selbe Spielchen das gleiche Spielchen mit der Schokolade. Schokolade. Die ganze Luft war davon erfüllt. War das denn immer so? Oder war es nur immer zu bestimmten Zeiten? Nein, die hatten ja die Fenster offen und dadurch kam der Geruch. Also ich bin ja da bis abends, manchmal habe ich da noch Bücher ausgetragen. Das war also während des ganzen Tages. Und ich habe nur gestaunt, dass das so unheimlich sagen wir, mächtig war, dass man also praktisch die Schokolade auf eine ganz andere Art durch die Nase genießen konnte. Also eine sehr schöne Erinnerung an früher, finde ich. Ja, und jetzt sind ja die Fabriken, also Balsen ist ja jetzt in Basinghausen und Sprengel ist auch irgendwie außerhalb. Da ist ja alles weg, also das gibt es ja heute leider nicht ob mehr. Ob denn die Leute damals, die da rundherum gewohnt haben, ob die das wahrgenommen haben, immer? Ja, das und wenn, hat denen das auch gefallen? Oder geht einem vielleicht so ein schöner Geruch irgendwann auch auf den Nerv, wenn es immer nach Schokolade riecht? Ach, oder ich glaube, das wird denn wahrscheinlich auch, also ich habe da nie gefragt, aber ich vermute genau wie im Bäcker praktisch auch, der kann nachher seine Backwaren und die Gerüche auch nicht mehr so gern vernehmen. Also es ist so schön, wenn ich manchmal nach dieser Sendung durch Köln gehe, An gewissen Stellen. Und ich weiß es, wo die Bäckereien so sind. Und die Bäcker fangen ja jetzt schon an zu arbeiten gleich. Ja, ja. Und wenn man durch so eine dunkle Straße geht und es ist ganz still und plötzlich wallt einem so ein Duft von frischem Brötchen entgegen und man weiß gar nicht, woher es kommt, das ist wirklich sehr schön. Da kann ich auch noch was zu sagen. Wir haben ja als Kinder, hat man ja jede Art von Tätigkeiten aufgenommen. Und mein Bruder und meine Schwester, die haben immer Brötchen ausgetragen. Und wenn die mal nicht hochkamen, dann sagt die Mutter, jetzt kann Heinz, so mach mal. Und dann ging ich dahin und dann mussten wir die Brötchen, die wirklich noch manchmal so heiß waren und dann schwer rochen, in die Tüten einpacken und dann in die Kiepe und dann mit der Kiepe auf dem Fahrrad die Brötchen austragen. Also die Gerüche habe ich auch noch. Aber ich meine, das ist ja eigentlich nicht so was Außergewöhnliches von diesen Schokoladen und von den Keksdüften. Also da träumst du heute noch von. Vor allen Dingen, das ist ja was Positives. Ja, ja. Das stinkt ja nicht irgendwie. Nein. Ich meine,
ich bin da ja täglich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, musste da durchfahren bei dieser Keksfabrik und dann kam jedes Mal, ach, hier ist es ja wieder und so. Ja, ja. Und wenn ich heute, jetzt fahre ich in 4 Tagen nach Hannover mit für 4 Tage, da bin ich mit meinem Sohn, da werde ich ihm das auch alles zeigen und erklären. Ja. Nur leider ist das jetzt alles ausgelagert und da sind jetzt so... Aber dann fahr doch einfach mal mit dem Auto vielleicht in die Gegend, wo jetzt die Sachen hergestellt werden. Das werden wahrscheinlich so Gewerbegebiete sein. Vielleicht riecht es da auch so gut. Ja, Basinghausen, da müsste ich mal... Da ist ja die Keks. Guck doch mal, ist doch eine Idee. Ja, aber ich meine, das ist doch mal was Schönes. Und es erfüllt die Luft wirklich so. Und dann sagt man sich, wie ist das möglich, dass das nicht mal verfliegt? Ich habe das auch, wo du es gerade erzählst, schon mal in Hamburg oder in Bremen, ich weiß nicht genau, in der Nähe von einer Kaffeefabrik gerochen. Ja. Das war auch ein Traum. Es roch überall so nach so schönem, frisch gemahlenem Kaffee geröstet. Also ein Traum ist das. Das glaube ich auch. Ja. Also da gibt es doch viele angenehme Dinge, die, wo man sagt, also ich meine, sagen wir mal, Benzin riecht ja auf irgendeine Art auch schön. Manche man soll es nur nicht einatmen, aber irgendwie ist es auch ein Oder dieser Zaponlack, nicht? Der hat ja auch. Karl-Heinz, ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja, ich danke auch schön und gute Nacht. Dann ja, und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Ja, die Gerüche, falls ihr gerade reingezappt seid hier bei uns, die Gerüche sind unser Thema. Ich möchte mich mit euch oder unterhalte mich mit euch gerne über extreme Gerüche, die ihr in eurem Leben schon habt wahrnehmen dürfen oder wahrnehmen müssen. 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist die Gudrun und Gudrun ist 46 Jahre. Hallo Gudrun. Ja, hallo Jürgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe also auch eine Geschichte zu erzählen, die mir also auch nicht mehr aus der Nase geht. Mhm. Ich habe also vor einigen Jahren einen netten jungen Mann im Internet kennengelernt, auf einer Single-Seite. Wir haben uns auch getroffen und Sympathie war da. Und es knisterte auch. Wir haben uns 2-3 Mal getroffen. Mhm. War ja sehr viel jünger als du, weil du so sagst, junger Mann? Nein, eigentlich nicht. Nein. 2 Jahre jünger. Ach so, na gut. Ja. Und dann ging es dann halt irgendwann mal, dass man dann nach Hause ging und ein bisschen geknutscht und gefummelt hat. Und das war halt auch ganz elektrisierend, bis ich dann dem jungen Mann die Hose aufgemacht habe und ein bestialischer Gestank stieg. Und da war natürlich Schluss mit lustig, ne? Da war irgendwie Schluss mit lustig. Da ist mir also irgendwie alles vergangen. Ein also man muss es so sagen, also, ein bestialischer Gestank. Ja, also wirklich bestialisch. Ich meine, gut, dass man irgendwo, sag ich mal, wenn man jetzt, weiß ich nicht, morgens geduscht hat und irgendwo sich nachmittags oder abends, ist klar, dass man ein kleines bisschen riecht. Man riecht halt nicht mehr frisch gewaschen, aber das war wirklich absolut bestialisch. Wie ging es denn dann weiter? Du hast die Hose aufgemacht und hast das gerochen und da? Ging überhaupt nichts mehr. Ich habe dann erstmal gedacht, hallo, was ist denn jetzt los? Ja, hast du es direkt thematisiert? Ja, klar. Also ging ja nichts anderes, war ja nichts anderes. Machte er denn so eigentlich einen gepflegten Eindruck? Äußerlich? Ein unheimlich gepflegter Typ. Also ich totaler Sportler. Ja. Weiß ich nicht, seine 30 Kilometer jeden Tag und mehrfach am Tag geduscht, aber das wohl nicht irgendwo richtig im Griff gehabt. Ja, und dann, wie hat der dann reagiert, nachdem du da zurückgeschreckt bist? Ja, also reagiert im Moment überhaupt nicht. Ich habe dann erstmal abgeblockt und habe dann so getan, ich denke, irgendwie musst du aus der Nummer rauskommen. Ach, du hast nicht sofort gesagt, Mensch, das stinkt aber jetzt. Nein. So nicht. Achso. Nein, das ist ja irgendwo, also im Moment ist es dann peinlich. Ja, ja, ne? Man möchte demjenigen ja auch nicht so vor den Kopf stoßen. Sollte man aber eigentlich dann doch, ne? Das ist sollte auch eine, man, das war ja auch eine Zumutung für dich. Er wusste, es war ein Rendezvous und vor einem Rendezvous, dann duscht man sich. Ja, war ja nicht so, dass er nicht geduscht war. Ja. Nur ich sag mal, wenn man das nicht vernünftig reinigen kann oder das nicht vernünftig sauber hält, kann man noch so viel duschen, wenn es nicht zurückgeschoben wird und da auch gewaschen wird, dann sammelt sich der Verstehen. Schließ, in Anführungszeichen. Aber das sollte beim guten Duschen Standard sein. Ne? Eigentlich schon. Ich mein, ach so, so weit ging es dann doch schon, dass du das dann so genau identifizieren konntest, wo Ja, klar. Woanders konnte er ja nicht herkommen. Also ging nicht. Und dann, wie hast du dich, hast du Kopfschmerzen vorgetäuscht? Oder? Ja, ich habe dann irgendwie gesagt, oh nee, geht mir dann doch zu schnell und irgendwie musste ich rauskommen. Da gibt es eben noch eine Chance, vielleicht war es ja jetzt irgendwie ein Versehen oder
Naja, und dann gab es halt ein zweites Date ein paar Tage später und dann lief es halt irgendwann wieder darauf hinaus und es hat sich nichts geändert. Nein. Also der Geruch war der gleiche. Das ist doch unglaublich. War unglaublich. War super schade, weil es ein super Typ war, ein netter Typ und wirklich ein großer Geschlechter. Hast du es ihm beim zweiten Mal aber auch nicht gesagt? Ne? Nein, ich konnte es nicht. Ich habe mir gedacht, du kannst keinem 40-jährigen Mann jetzt sagen, wie er seinen Pimmel waschen soll, sagen wir ja, es genau. Auf Deutsch, ne? Ja, dass er nicht da eine dicke Schicht Smegma sich da bildet. Ne? Ja, und Mann. Nee, hab die Geschichte dann beendet und im Nachhinein habe ich mich immer noch ein bisschen geärgert darüber, dass ich ihm nicht doch irgendwo mal einen Wink gegeben habe, aber ich kann verstehen in deiner Situation, dass man da vielleicht dann, dass einem das unangenehm ist, es direkt ins Gesicht zu sagen. Ja. Eigentlich muss man das machen, ne? Weil das ist ja so, ich finde es unglaublich, dass, wie du richtig sagst, so ein erwachsener Kerl sich mit einer Frau trifft und er weiß, dass es erotisch werden könnte und nicht richtig geschrubbt und geputzt ist. Also so. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, also normalerweise müsste ihm das doch, denke ich mal, auch selber auffallen. Ja, aber na klar. Ich sag mal, spätestens wenn man irgendwo Pipi macht, sage ich jetzt mal, ne? wenn ihr Männer an dem Urinal steht. Ich meine, die Gerüche kommen ja da auch hoch. Oder er ist das so gewohnt, dass er das immer schon hatte und ihm das gar nicht mehr auffällt. Dass er das selber schon gar nicht mehr aber, hat. Aber das ist ganz schlimm. Also, da ist also eine eventuelle Liebe ist daran gescheitert, am Geruch, kann man so sagen, ne? Ja, weil es geht halt klar, viel über den Geruch. Ja, und wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Ne? Hat er denn hinterher noch mal immer ein bisschen versucht, zu baggern, an dich ranzukommen? Nein. Dann war das dann klar. War klar. Ich habe ihn dann zwar das ein oder andere Mal nochmal gesehen, aber irgendwo ist dann der Geruch gleich wieder in der Nase gewesen und war vorbei. Ja, schade. Und dieses vor allen Dingen im Zeitalter der Dusche, ne? Ganz früher, als die Menschen keine Badezimmer hatten, also naja, gut. Aber auch da konnte man sich waschen. Ja, ich sag mal, das Thema war ja nicht, dass er ungepflegt war, ist mir sondern klar, er konnte es halt nicht richtig. Vielleicht ihm, sag ich mal, von seiner Mutter her nie richtig gezeigt wurde. Wenn er jetzt 16, 17 wäre, würde ich noch sagen, ja, vielleicht kann ja passieren, aber nicht mit 40. Nein, eigentlich nicht. Ja, also kann passieren. Kann passieren. Danke für den Anruf. Ja, ich danke dir auch. Mach's gut, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Natascha, Natascha 33, hallo. Hallo Domian, schön dich zu hören. Ja, gebe ich zurück, hallo Natascha. Der Duft, also, der Geruch. Jawohl, also ich verbinde meinen Geruch mit dem Tod. Wie deinen Geruch mit dem Tod? Also den Geruch, den ich in der Nase ach so. Habe. Ach so. Und zwar ist letztes Jahr meine Tante gestorben und die war im Pflegeheim. Mhm. Meine Mutter und mein Mann und ich haben sie die letzten Tage noch begleitet auf diesem Weg. Und der Arzt sagte, sie wird sterben. Wir wussten nur nicht wann. Und an dem Tag, wo sie gestorben ist, hat sie einen ganz strengen Geruch bekommen. Also ihr ganzer Körper hat für mich eigentlich einen strengen Geruch bekommen. Kannst du den näher beschreiben, den Geruch? Nee, weil ich das vorher eigentlich sowas noch nie gerochen habe. Es ist halt so, ich habe meinen Mann gefragt und meine Mutti, ob die das auch riechen. Und die haben gesagt, nein. Ach. Und wie ist das möglich? Ich weiß es nicht, die haben es wirklich nicht gerochen und auch die Krankenschwester habe ich gefragt, die hat auch nichts gerochen, also wirklich nur ich. Und die Krankenschwester hat dann gesagt, wir sollen nach Hause gehen, sonst kann die Tante nicht loslassen. Wir sind dann auch nach Hause gefahren, waren eine halbe Stunde zu Hause und dann kam der Anruf, dass er gestorben ist. Wir sind dann wieder ins Pflegeheim gefahren. Ja. Und dann war dieser Geruch weg. Der war weg. Und nur du hast ihn gerochen? Nur ich und ich weiß nicht warum. Als wäre es ein Todessignal gewesen deiner Tante an dich? Ich denke. Aber komischerweise, jetzt am 16. August ist mein Papa gestorben. Und der hatte diesen Geruch auch. Zwar nicht so streng wie meine Tante, aber er hatte den auch. Und hast du den auch nur wieder alleine wahrgenommen? Ja. Ich habe meine Geschwister gefragt, meine Neffen gefragt.
Und sogar meine Schwester, die ja im Roten Kreuz arbeitet, noch nicht mal die hat diesen Geruch gerochen. Und für dich ist dieser Geruch vollkommen fremdartig gewesen? Du hast ihn früher nie irgendwo mal... Nee. Und er ist so fremdartig, dass du ihn gar nicht beschreiben kannst. Es ist nicht säuerlich, es ist nicht bitter, es ist nicht faulig. Nee, ist nicht faul, ist nicht bitter, ist auch nicht süß, weil dein Vorredner mich gefragt hat, ob der süß war. Ich kann den Geruch wirklich schlecht beschreiben. Mhm. Ich kann dir nur sagen, wenn ich ihn wieder rieche, erkenne ich ihn halt sofort. Also, das heißt, was ja auch schon wieder ein bisschen gruselig ist. Das heißt, wenn du diesen Geruch riechen würdest, bedeutet das ja jetzt im Moment, so nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, der Tod naht. Ja. Ich habe auch zu meinen Geschwistern gesagt, also ich sage euch gleich, der Papa riecht und ich denke, er wird sterben. Mhm. Also in den nächsten Stunden. Also, war der Papa denn da auch schon sehr schwer krank? Ja, der Papa hatte Lungenkrebs und er war da schon im Dämmerzustand. Ne? Also ich denke, er hat uns schon noch wahrgenommen, aber... Das ist ja ein sehr interessantes Phänomen. Vielleicht hast du eine besondere Sensibilität in deinem Sinnesorgan Nase, dass du vielleicht bestimmte Prozesse des Sterbens riechen kannst. Dass ich das riechen kann. Ja, dass das eigentlich nicht so zu riechen ist, aber dass du es kannst. Ja. Ja, das denke ich auch, weil auch da habe ich wieder die Krankenschwester und den Arzt gefragt. Mhm. Und auch die konnten nichts riechen. Und deshalb, ich weiß nicht, warum nur ich das rieche. Ich verbinde diesen Geruch jetzt aber mit dem Tod. Ist das für dich unangenehm, dass du das offensichtlich so eine Fähigkeit besitzt? Macht dir das Angst? Nein. Das nicht? Nein, weil das waren ja eigentlich, das war meine Tante und das war mein Vater, denen habe ich sehr nah gestanden. Mhm. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es wäre, wenn jemand Fremde das ist. Mhm. Ich weiß auch natürlich nicht, ob ich das da auch riechen würde. Das wollte ich genau gerade sagen. Vielleicht ist das auch zu erklären, weil es so nahe Personen sind. Ja, denke ich mir, Wer weiß. Ja, und das Komische war ja auch, wir sind um 17:30 abends gegangen. Ich habe mich noch von meinem Papa verabschiedet. Mhm. Und kurz nach 6 kam der Anruf, dass er gestorben ist. Mhm. Dann sind wir wieder ins Krankenhaus gefahren und der Geruch war wieder weg. Genau wie bei der Tante. Ja. Genau wie bei der Tante. Ja. Und ich wusste vorher, als ich das gerochen habe, der Papa stirbt. Der wird einfach diese Nacht nicht mehr überleben. Mhm. Und so war es auch. Sehr ungewöhnlich. Ja, finde ich auch. Mhm. Aber dir macht es keine Angst, das ist das Wichtigste? Nee, mir macht keine Angst. Es hat ja in dem Sinne auch keinen Schaden angerichtet bei dir oder... Nee, aber was halt komisch ist, ich habe quasi vorhergesehen dann für mich, dass die in den nächsten Stunden sterben werden. Und das wird dann demnächst auch so sein, wenn du so etwas riechst. Ich hoffe es nicht, aber ich denke schon. Also zumindest sind die Gedanken dann daran. Ja, genau. Erinnern. So kann man sagen. Genau, ich verbinde auch den Gedanken dann mit diesem Geruch. Mhm. Also es kann schon sein, wenn ich das nächste Mal wieder rieche, dass ich weiß, dieser Mensch wird in den nächsten Stunden sterben. Mhm. Hoffentlich wirst du den Geruch lange Zeit nicht riechen. Ich hoffe. Natascha, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch, Domian. Danke für den Anruf. Kriege ich ein Autogramm von dir? Ja, dann musst du bitte auflegen. Ja? Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Christian? Nee, wen habe ich jetzt in der Leitung? Frag ich meine Regie. Die Diana ist hier. Diana, 24. Hallo Diana. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Welchen Geruch hast du besonders in Erinnerung? Ich habe einen Geruch aus meinem Praktikum besonders in Erinnerung. Was ist das für ein Praktikum? Ich bin Pfarramtsstudentin. Also ich studiere Theologie mit dem Ziel, Pfarrerin zu werden. Und mein Mentor holte mich morgens ab und wir sollten zu einem Kondolenzgespräch fahren. Und standen vor einem Hochhaus, suchten die Namen raus und hatten dann komischerweise den Namen zweimal da. Mhm. Haben bei beiden geklingelt, worauf von oben eine Stimme kam, gehen Sie bitte in die erste Etage, wir kommen sofort runter, wir treffen uns in der Wohnung meiner Mutter. Mhm.
Und mein Mentor guckte mich schon an, hör, die Mutter ist doch tot. Also deshalb waren wir halt da. Mhm. Und wir sind dann in die Wohnung rein und uns strömte sofort ein ziemlich ekliger, süßlicher, vermoderter Geruch entgegen. Mhm. Und ja, die Leute waren sehr freundlich und wir sollten doch Platz nehmen. Sie hatte mich dann auch noch vorgestellt, dass ich die Praktikantin wäre. Mhm. Und ja, dann nehmen sie mal den Sessel Platz. Die Katze wurde aus dem Sessel geschubst, die Decke nochmal gerade gerückt, ich durfte mich hinsetzen. Ja. Und er fing dann mit dem Gespräch an. Und für mich war das sehr unangenehm, weil ich diesen Geruch absolut nicht einordnen konnte. Ich kannte ihn auch noch nicht und es war Hochsommer. Die Terrassentür stand sperrangelweit offen und stank immer noch widerlich. Mhm. Naja, und dann ging es los. So, wann ist Ihre Mutter denn gestorben? Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Und ja, aber wir haben doch gestern erst Bescheid gekriegt. Ja, wir haben sie auch gestern erst gefunden. Mhm. Aha, Ihre Mutter ist also in dieser Wohnung gestorben. Ja. Okay, wo ist Ihre Mutter denn gestorben? Im Bett? Nein, in dem Sessel, wo Ihre Praktikantin sitzt. Und das war schon mal richtig eklig. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Was hast du da gemacht? Bist du aufgesprungen, aufgestanden oder bist du tapfer sitzen geblieben? Ich bin tapfer sitzen geblieben. Oh. Das heißt, das müssen wir uns mal klar machen, die tote Frau saß oder lag auf diesem Sessel eine ganze Weile. Ja, 4 Tage im Hochsommer. 4 Tage im Hochsommer. Das heißt, das ganze Gewebe, also der Stoff des Sessels war vollgesogen von dem Geruch. Genau. Die hatten ja Gott sei Dank die Decke draufgelegt. Wie lange hast du es ausgehalten auf dem Sessel? Naja, mein Mentor streichelte die Katze, die vorher auf diesem Sessel saß. Und nachdem er erfahren hatte, dass die Katze die Oma schon angefressen hatte, weil sie einige Tage nicht gefressen hatte, haben wir die Wohnung dann innerhalb von 2 Minuten verlassen. Mhm. Aber was sind das denn für Leute? Was waren das für Leute? Ganz normale Leute aus dem Hochhaus. Mm-hmm. Ja, wir zum zweiten Mal hören wir es jetzt aus dem Hochhaus. Genau. Die Hochhäuser sind die Stätten der Anonymität, ne? Ganz genau. Mm-hmm. Ja, vor allen Dingen war die eigene Mutter, ne? Also nicht wie bei der jungen Frau vorhin, dass der Mord da vor 5 Wochen passiert ist, sondern es war halt die eigene Mutter. Mm-hmm. Da seid ihr nach 2 Minuten raus, 3 Minuten raus. Ja. Ja, eben noch die Formalien abklären. Ja, ist klar. Und dann, was hast du dann gemacht? Naja, dann hätte ich das Gefühl, das klebt alles an mir dran. Richtig. Wir hatten danach noch Termine, also sind dann erstmal zu ihm gefahren. Essen wollte ich nichts, aber dafür habe ich erstmal einen Schnaps gekriegt, da war ich ihm sehr dankbar für. Mhm. Und danach hatten wir dann noch eine Beerdigung, wo es im Prinzip genauso roch. Also mittlerweile weiß ich, wofür dieser Blumenschmuck da ist. Mhm. Und ich habe den Geruch nicht rausgekriegt. Ich bin abends nach Hause gekommen, wollte einfach nur duschen. Ach, das heißt, du hast dann viele Stunden noch ausgehalten in der Kleidung? Ja, klar. Weil es nicht anders ging? Ganz genau. Mhm. Abends alles raus, dann geduscht? Genau, ja. Und meine Mutter fragte mich, ob ich was essen wollte. Und sie wollten grillen und sie hielt mir da so ein totes Stück Schwein unter die Nase. Und das ging dann gar nicht mehr. Ich meine, das ist natürlich eine krasse Erfahrung für eine Praktikantin, die irgendwann mal in diesen Beruf auch gehen will, nämlich Pastorin zu werden. Ganz genau. Und es war nicht so, dass ich vorher schon eine theologische Ausbildung hatte, sondern dass ich direkt vom Abitur so ein Berufsfindungspraktikum gemacht habe. Ach so. Aber das hat dich jetzt nicht davon abgehalten, zu sagen, nein, auf keinen Fall. Nein. Also warum willst du Pastorin werden? Weil ich nicht glaube, dass es außer vielleicht deinem Job einen Job gibt, wo du so viel mit Menschen in einer unterschiedlichen Verfassung zu tun hast. Und vor allen Dingen das mit diesen Grenzerfahrungen halt. Ne? Aber es ist eben ein Beruf, der auch, wo du auch mit allem extrem konfrontiert bist. Ganz genau. Und wo du eben auch seelisch sehr, sehr, sehr stark sein musst unter Umständen. Weil du musst trösten, du musst Hilfe leisten, du musst beraten, du bist Seelsorgerin, Psychologin, du bist alles. Genau, aber du hast genauso die positiven Sachen. Ja, natürlich, ja. Mhm. Wenn du merkst, dass so ein tröstendes Gespräch den Menschen was gebracht hat, also ich denke mal, das kennst du selber. Mhm. Natürlich. Ja. Aber ich vermute, bei dir ist es auch noch eine Überlegung, dass du eine tiefgläubige Christin bist. Ja. Und das eben aus dieser Motivation heraus auch machst. Ganz genau. Mhm. Gibt es viele Mädels, die das machen? Mittlerweile mehr Mädels als Jungs. Ehrlich? Ja. Ah ja. Und gibt es noch genügend, oder gibt es sogar so sehr viele Pfarrstellen später mal? Nee, gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nee. Das heißt also, du machst eine lange, komplizierte Ausbildung und es kann durchaus sein, dass du dann auch erstmal auf der Straße stehst. Ganz genau. Mhm. Aber der Rest ist dann noch da. Ja, da muss man, ich finde auch, man muss das auch auf jeden Fall machen, auch wenn es schwierig zu werden scheint irgendwann später. Man muss das machen, was man machen möchte und was man machen muss. So. Ganz genau. Ja. Liebe Diana,
Alles Gute wünsche ich dir und toi 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 für deinen Beruf und dein Studium. Dankeschön, gute Nacht. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das wär's und war's für heute. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir pünktlich um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Da könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und Promi-Gäste am Samstag sind die Helden bei mir. 23.45 Uhr live im WDR Fernsehen. So, jetzt schlaft schön und ich sage ganz einfach bis morgen. Tschüss.